gegen Großkreuz ist immer wieder ein kleiner Ausrutscher gelungen. Wie kommentierst du das? Hast du da irgendein Einzelgespräch geführt? Wir haben eben von gesundem Menschenverstand gesprochen. Also wer mir diese Frage stellt, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Also ich habe das Ding gestern gelesen, wir kriegen ein Pressespiel. Ich sitze in der Kabine und lache schallend über diese Antwort, weil es ein Spaß ist und nichts anderes. Und die Freunde hier schaffen es tatsächlich, heute so ein Ding draus zu machen, um anschließend uns alle dazu aufzufordern, Ruhe zu bewahren, damit die Zuschauer sich nicht vor so einem Spiel gegenseitig oder rund um so ein Spiel dann gegenseitig auf den Kopf hauen. Ich weiß nicht, wenn man aus so einer Antwort, wo drei Antworten vorgegeben sind, die eigentlich alle drei kannst du knicken. Ja, das ist so ein Ding, weiß ich jetzt ehrlich nicht, wenn man da irgendwas Ernstes rausziehen kann. Und dann schafft ihr es tatsächlich, da jetzt ein Thema draus zu machen. Finde ich beeindruckend. Weil wir müssen anschließend dafür sorgen, dass das Thema dann, ja, so warst du nicht gemeint. Ja? Das ist eine witzige Antwort noch nicht mehr. Ja, wenn man jeden anderen gefragt, ich hätte es wahrscheinlich sogar ich die gleiche gegeben. Aus Spaß, aus, weil es die witzigste Antwort war von drei anderen, die völlig blödsinnig sind. Ja? Und finde ich Hut ab. Also ich bin gespannt, wie viele Tage wir das irgendwie hinkriegen. Ich werde mit Kevin insofern darüber sprechen, dass ich ihn dazu auffordere, sich keine Gedanken darum zu machen, aus wenn er was sagt, was nicht in Ordnung ist, dann muss ein Spieler damit rechnen, dass ich ihm dafür auch im übertragenen Sinne ihn darauf hinweise, drastisch auch. Aber wenn etwas einfach Spaß ist, dann sollte man auch dabei, dann sollte man es auch so verstehen. Und mein gesunder Menschenverstand ist ausreichend, um es so zu verstehen, und das werde ich ihm sagen. Und dann hoffe ich, dass man ihn in Ruhe lässt, und ich werde ihm raten, einfach mit niemandem mehr über dieses Spiel zu sprechen. Und sollten irgendwelche Interviews abgemacht sein, sind die in diesem Moment abgesagt zum Thema Schalke. Weil er anscheinend machen kann, was er will. Es wird anschließend eine riesige Geschichte draus gemacht, weil er nun mal in Dortmund ist. Und deswegen wird es keine Geschichte geben. Und ich bin im Überlegen, ob meine Termine, die in diesem Bereich dann abgeschlossen wurden, ob wir die nicht auch absagen. Weil es ist einfach zu gefährlich. Man kann nicht oft genug drüber lesen, um nicht anschließend eine Geschichte zu machen, die man 4 Tage dann wieder glattbügeln muss. Und ich finde, es ist so wichtig, dass in diesem Spiel, dass da nur um Fußball geht und um nichts anderes, dass jeder dafür in der Verantwortung steht. Und ich werde meinem Spiel darauf hinweisen, dass sie dieser Verantwortung gerecht werden. Ich werde ihr gerecht werden. Und da gibt es Menschen, die wir nicht beeinflussen können. Die müssen ja aber auch gerecht werden. Und das ist anscheinend nicht so leicht.